Die Orte Saro und Pisco galten als die verlassensten Käffer der Mark. Das änderte sich erst, als Anfang des 20. Jahrhunderts die betuchten Berliner kamen. Genau, das ist eine Schickimicki-Gegend gewesen. Ja, Bad Saro, da sind sie alle, haben sich schöne Villen hingebaut. Da haben ja auch alle Bekannten, alle Filmgrößen der Ufer ihre Sommerresidenz gehabt. Und der Boxer, nicht zu vergessen, Maxe Schmeling, hat dort geheiratet, hat dort gelebt. Bad Saro ist im Winter nichts für latent Depressive. Im Sommer immer schön, wie ein Urlaub. Der Scharmützelsee. Fontane nannte ihn das Märkische Meer. Es muss ihn sehr beeindruckt haben. Aber ich meine, Gott, Meer ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber so groß finde ich den nicht. Der hat ja in der Mitte noch eine Insel und der ist so lang. Also er sieht eigentlich erstmal gar nicht riesig aus auf den ersten Blick, badet sich aber schön drin. Wie überall in Bad Saro. Nebst Wellness und Unterwassergolf. Ich habe unter Wasser schon mal Tischtennis gespielt. Ich höre eigentlich nur Gutes über Bad Saro. Also viele Leute fahren dorthin, um sich, weiß ich, für einen Nachmittag oder einen Abend einfach mal ein paar gute Stunden zu gönnen in der Therme. Faszinierend finde ich schon, was sie also an Thermal angeboten haben und wo man sich da wie streicheln und kneten lassen kann.